Servus YouTubler, Facebookler und WhatsAppler und alles. Heute möchte ich ein bisschen Reklame machen für meine erste CD. Jetzt muss ich mal gucken, diese. Ihr wisst ja, ich bin blind wie ein Uhu, aber das macht ja nichts. Trotzdem muss man sich. So, dann ist das hier, dann ist das so. Der Anfang, so heißt die CD. Besteht aus 14 Titeln. Dort sind auch noch Musiker, also Musikkollegen, Musikerkollegen drauf. Unter anderem Markus S., Doris A., die Gruppe Seitenschlag gegründet haben. Oder sind die Gruppe Seitenschlag. Hierzu herzlichen Dank an beide. Ganz, ganz tolle Musiker, ganz tolle Menschen haben mich auch ein Stückchen nach vorne gebracht. Der Song An Angel ist von Markus auch, ja, arranged worden, muss ich sagen. Ganz tolle Arbeit. Ihr kennt den wahrscheinlich, den Song, und da muss ich sagen, Markus, Doris, ganz, ganz herzlichen Dank. Super. Unter anderem ist auch noch ein Song mit Karen München, der heißt Rainbow Mystery. Den habe ich irgendwann mal in Deutsch gemacht, der Regenbogen. Und Karen hat der Song von der Melodie her und vom Text her so gut gefallen, dass sie gesagt hat, Mensch, Ralf, wollen wir den zusammen machen? Und ich dachte, ja. Dann hat sie den in Englisch sinngemäß übersetzt und wir haben ihn ja auf Englisch gemacht. Auch anhören. Kern, auch dir ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich weiß, dass du momentan oder schon längere Zeit abwesend von YouTube bist, aber bitte mal so ein kleines Lebenszeichen, dass man weiß, dass es dir gut geht. Das liegt mir am Herzen, ehrlich. Meld dich einfach mal. Wie gesagt, bei allen, die da mitgemacht haben, bei den Songs, die ich jetzt genannt habe, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Bedanken möchte ich mich auch bei Bettina Studer. Und zwar, sie arbeitet bei der Firma Disc Partner in Berlin. Und die haben mir diese CD kopiert. Das Booklet erstellt hat das meine Tochter mit mir zusammen, aber also das Master Booklet und das alles haben sie sonst gemacht. Sie haben nochmal drüber geschaut, haben gesagt, jawohl, das ist okay so, und ja, unter anderem auch das Label von der CD, das haben wir auch. Das kann man vielleicht so sehen, ich weiß es jetzt nicht. Ich hoffe mal, dass man es sehen kann. Ja, ich muss immer dazu sagen, ich mache Musik, weil es mir Spaß macht. Es ist keine Studioaufnahme, es ist Home Recording. Aber ich finde, ich habe es über eine große Anlage laufen lassen, über eine kleine, über Kopfhörer. Für mich hört es sich gut an. Gut, das ist Geschmackssache. Zu den Kosten, also die CD kommt in diesem Kuvert zu euch, wenn ihr sie haben möchtet, ist ein Link hier unten, also eine E-Mail-Adresse, dort schreibt dahin, dass ihr eine CD haben möchtet, dann kommt die postwendend zu euch. Dort ist auch ein Beipackzettel, wie man dazu sagt, da steht dann Kontonummer drauf. Und da überweist ihr mir bitte dann 5 Euro für die CD. Da ist Versand drin, da ist die ganzen Kosten, die man hier mit sowas hat. Da habe ich, glaube ich, noch keinen Euro dran verdient, sage ich jetzt mal so. Da müsste meine Frau fragen, weil ich habe da keinen Überblick drüber. Ich mache, weil mir Musik Spaß macht, mache ich das. Aber das war so ein Herzenswunsch. Man möchte das auch einmal auf CD haben. Wenn man was besser machen kann, dann schreibt mir. Ich nehme das wirklich ernst und bin auch für jede Kritik ganz, ganz dolle dankbar.
denn nur Kritik kann einen vorwärts bringen. Und ja, also wie gesagt, es kommt nur auf die Art drauf an, wie man kritisiert. Wenn man so, dann höre ich da nicht drauf, dann sage ich mir, ja, ist gut, okay. Wenn man aber das vernünftig schreibt und sagt, Mensch, das hier, das hättest du besser so und das hättest du besser so abgemischt, und so, hey, nehme ich mit zu Herzen, könnt ihr mir glauben. Ja? Es wäre ganz toll, wenn ihr die bestellen würdet. 5 Euro und dann ist sie bei euch. Ja, nochmals, Markus, Doris, herzlichen Dank und ich freue mich schon auf die nächste Nummer. Leute, da müsst ihr zuschalten. Ich habe den Song schon gehört, wir haben ihn schon fertig, nur die Videos noch nicht. Hammer-Song. Markus, du hast dich da wieder und Doris, ihr habt euch da wieder übertroffen. Ich muss sagen, ganz, ganz tolle, ganz tollen Song. Ihr wachst mir ans Herz und ihr seid mir schon ans Herz gewachsen. Schade, dass wir so weit auseinander wohnen. Wir würden richtig schön was zusammen machen können, glaube ich. Ja. Unbedingt bei Markus bzw. bei Seitenschlag vorbeischauen. Tolle Musiker, machen auch CDs. Kaufen kann ich nur sagen. Ich habe schon 2 CDs von denen. Super Musik. Unbedingt bitte geht vorbei und kauft. Wirklich. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was man noch sagen kann. 14 Titel habe ich gesagt. Das sind Songs alles aus meinem Leben oder was ich erlebt habe oder was mich bedrückt. Es ist nichts Erfundenes dabei. Es ist wirklich, das sind alles Songs aus meinem Herzen, aus meinem Kopf. Und ich sag mir, wer Spaß daran hat, wäre ganz toll. Ihr nehmt mir eine ab, dann freue ich mich. Ich freue mich auch so. Okay, ciao, euer Ralf. Und ich hoffe, ihr bleibt hier bei YouTube mir treu. Super, danke, tschüss.